So, hallo und alle zur nächsten Folge von Craft Attack 3. Und heute gibt es mal wieder eine kleine Umfrage oben in der Ecke, denn das mit den Umfragen hat ja ganz gut geklappt eigentlich. Die ist so recht eindeutig ausgefallen, habe ich auch nicht so gedacht, aber okay, ich nehme es mal so auf. Und ich habe mir auch wieder was anderes einfallen lassen, beziehungsweise mir ist was anderes in den Kopf gekommen, was ich auch mal fragen wollte, nämlich, wie steht euer Interesse zu meinen Merch-Sachen, die ich ab und zu mal erwähne und wo auch immer ein Link dazu in der Beschreibung ist. Einfach im unverbindlich wieder antworten, ihr blubbt wieder so ein i auf und auf dem i könnt ihr dann draufklicken und dann könnt ihr da innerhalb von 2 Klicks ganz fix die Antwort so eintragen. Das würde mir halt extrem helfen und euch vielleicht auch, weil ich das wieder als Rückmeldung aufnehme und ihr könnt mich damit manipulieren, indem ihr mir ein grobes Bild von der Allgemeinheit oder von allgemeinen Meinungen liefert und dementsprechend kann ich darauf dann auch reagieren. Also, bitte einmal draufklicken wieder und dann können wir die Abstimmung fertig machen. Gut, dann zu dieser Folge, weiß nicht, vielleicht bräuchte ich mal ganz kurz zum letzten Mal noch was zu sagen, ein paar Punkte, weil das in den Kommentaren da drunter stand, das mache ich jetzt gleich nebenbei. Und jetzt hier nochmal ganz kurz was hier, ich habe nämlich Holz gefarmt und jetzt müssen wir so ein kleines bisschen Decke ausstuffen und da kann man mal ganz gut quatschen nebenbei, denke ich. Ich habe Dark Oak Wood besorgt. Und ich habe auch hier das Spruce Wood besorgt. Ich habe ein bisschen Bone mit mir geschnappt, ein paar Bäume gepflanzt und hier einfach wieder abgeholzt. Und ja, dann würde ich mal sagen, durchcraften, jetzt haben wir ganz viel Holz und los geht's. Gut, natürlich habe ich jetzt das Thema das letzte Mal auch spontan losgelassen, das heißt, da habe ich auch nicht allzu viel Zeit gehabt, das vorzubereiten. Da sind noch ein paar Fragen mit aufgekommen wegen Product Placements. Was sind das denn jetzt für Videos oder Spiele, die du dann vorstellst? Und keine Ahnung, zunächst erstmal, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen, weil ich muss mir die Angebote angucken. Aber es werden ganz normale Spiele einfach sein und das funktioniert auch so, dass es eine Art Feature oder Bezahlung per Anmeldung ist. Das heißt, nur wenn ihr tatsächlich am Spiel interessiert seid und euch anmeldet, werde ich dafür auch was bekommen. Was weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Kennt das Spiel jetzt nicht. Aber sowas wie ein Festbetrag für das Video, nur dass ihr es guckt, das werde ich nicht kriegen. Das ist dann einfach nur, damit auch wirklich Werbe oder Werbeeinnahmen erzielt werden, wenn tatsächlich jemand praktisch er sich dafür anmeldet oder so aus dem Dreh. Also es funktioniert per Anmeldung dann. Habe ich jetzt ein paar Angebote so gesehen und das war das erste, was mir im Kopf rumgeschwebt ist. Das steht alles überhaupt noch nicht fest. Also es kann auch komplett anders sein, es gibt ja viele verschiedene Formen, aber das war das erste Mal, was so ein Sinn gekommen ist. Spiele kann ich jetzt noch nicht sagen halt, weil ist ja noch nichts geplant. Keine Ahnung. Das wird sich dann noch genauer ergeben, aber irgend sowas in den Dreh wahrscheinlich. Und ja, das wird auch in einem extra Video sein. Das heißt, ich werde jetzt nicht eine Craft-Tech-Folge machen und dann hier drin rumlabern. Nee, das wird nicht passieren. Also keine Sorge, das will ich ja noch nicht machen. Die Videos sind immer zusätzlich, dafür wird auch kein anderes Video ausfallen, wenn dann. Soweit war mein Gedanke, weil das ist ja eigentlich dann reine Arbeit, die ich mache. Weil ich mache dann Werbung für eine Firma oder für ein Spiel, je nachdem. Und das heißt, es sollte immer zusätzlich sein und das soll doch nicht die aktuellen Videos verdrängen. Deswegen da keine Sorge. Das ist einfach additional, kommt hinten dran. Ihr werdet dadurch nicht weniger haben. Es ist einfach nur ein weiteres Video in der Abo-Box, was dann einfach so da ist. Man kann es halt angucken, wenn man dran interessiert ist und sich für das Spiel anmelden, wenn man das Spiel mag oder so. Aber das ist eben so eine offene Geschichte. Und was ich halt auch machen werde, ich werde, wenn ich das mache, halt in dem Video oder diesem Product Placement Video, wenn es kommt, einerseits das eben sagen, dass es halt ist, obwohl das werdet ihr so feststellen, wenn es was anderes außer Minecraft halt, dass hier kommt. Und da nochmal ein extra Erklärungsvideo zu verlinken, wo ich ein bisschen genau auf die Details eingehe, wieso, weshalb, warum und Erklärung halt. Also wahrscheinlich auch eine Infokarte, die reinfliegt, habe ich gedacht, ja, wenn ihr ein bisschen mehr Hintergrundinfos dazu haben wollt und euch die Werbegeschichte interessiert, der Hintergrund davon, dann kann man da draufklicken. Also werde ich halt ein extra Video machen, das auf nicht gelistet stellen und jeder, der da interessiert ist, auf den Link klickt, der wird sich das dann angucken können oder so. Also das wird recht transparent sein. Das ist einfach so der Gedanke, den ich habe, weil alles andere macht irgendwie auch keinen Sinn. Also es wird keinem auf die Eier gehen, denke ich. Wird einfach nur das Video da sein. Muss ja nicht anklicken. Und ich spamme euch ja sowieso nicht so arg voll, glaube ich, in Videos. Also ja, 1 bis 2 Videos am Tag, das geht eigentlich noch. Okay, je nachdem, welche Projekte es kommen, wenn ich mal sowas hatte wie Blightfall, Craft Attack und Galactics 1, dass das zufällig auf einen Tag gefallen sind, da 3 Videos gekommen war. Weiß ich nicht. Das muss ich sowieso auch mal fragen. Eine andere Frage dann, ob ich eigentlich zu viel Videos mache vom Gefühl, ob man das alles gucken kann, ob man schon, weil die eigene Zeit zu wenig ist, nicht alles schauen kann, vielleicht auch nicht alles schauen möchte und so. Ach, wir haben viel, viel Zeit und diese Umfragen sind einfach ultra praktisch. Das ist einfach eine ultra coole Möglichkeit, dann Rückschlüsse zu ziehen, wie es dann so aussieht und so weiter und so fort. Und ja, dazu werde ich halt die nächste Zeit einfach mal nutzen, so ein bisschen Umfragen zu erstellen und dann kriege ich einen groben Überblick und ja, ich meine, es ist jetzt nicht so anstrengend, da 2 Klicks da zu lassen oder so. Ihr könnt auch mal gleich das Ergebnis sehen. Also wenn ihr draufklickt und votet, dann wird euch sofort das Ergebnis angezeigt, wieso die Allgemeinheit verteilt ist. Also wenn ihr wissen wollt, was die anderen Leute dazu sagen,
dann könnt ihr das direkt auch mit ablesen und ist vielleicht ganz praktisch. Das sind einfach so ein paar Gedanken, die so im Kopf rumspuken, weil irgendwann wird es auch langsamer ernst und mein Studium geht dem Ende zu oder ich sollte es dem Ende zuneigen lassen. Was mir halt noch fehlt, ist die Bachelorarbeit und ein paar Fächer noch und das war's. Ein paar Module. Du musst ja Credits sammeln, du hast ja Module, die du belegen musst, also Fächer sozusagen, und die musst du bestehen. Und wenn die bestanden hast, kriegst du 5 Credits. Und wenn du halt deine Maximalanzahl an Credits eben erreicht hast und deinen Bachelor geschrieben hast, dann bist du fertig. Gut, und du kannst es so oft haben, wie du willst. Also du musst jetzt nicht 6 Fächer pro Semester machen, du kannst dann nur 1 machen. Du musst halt wann anders nachholen, also das ist nicht zeitlich begrenzt oder so, aber ja, das halt irgendwann auch mal fertig ist, ne? Und da ich jetzt so ziemlich am Ende stehe, weil ich einigermaßen noch fleißiger war, als ich es hätte sein müssen, ich hätte so ein bisschen länger ziehen können noch mehr, bin ich eigentlich auch schon wieder fast am Ende. Keine Ahnung, wie lange ich letzten Endes noch wird. Ich lasse mir trotzdem da noch ein bisschen Zeit, damit vielleicht der Schnitt von den letzten Fächern ein bisschen besser wird. Mal gucken. Je nachdem, das ist so eben, was ich im Sinn hatte. Und da muss man sich ja wieder um alles mögliche Gedanken machen. Den Ernst der Zukunft, der Zukunft, der Zukunft. Echo, sag ich mal Motto. Der wird dann halt dann einholen und dann, ja. Ist das vielleicht ein besserer Job, wie als wenn man sich irgendwo bewirbt und dann einen Chef einen hat, der einem die ganze Zeit was sagt. Wenn man sich allein um die Knete kümmert, dann ist das auch eine schöne Sache. Gut. Ob man jetzt irgendwie sonst anderweitig selbstständig ist, eine andere Art Firma hat, ist ja dann auch egal. Wenn es mit YouTube geht, dann why not? Ich meine, geil überhaupt. Job zum Beruf oder so. Das war der Sinn der Sache oder der Hintergedanke, weswegen es da vielleicht auch ein bisschen geschäftlicher mal zugehen sollte. Und manchmal ist es doof, wenn man sich Chancen entgehen lässt irgendwie vielleicht. Und deswegen sollte ich die versuchen auch wahrzunehmen. Und wenn ich das einigermaßen offen so kommuniziere, denke ich mal, gibt es auch nicht viele Probleme oder so. Oder böse Überraschungen. Was? Warum macht das denn das jetzt? Ist kein reiner Minecraft-Kanal mehr, aber okay. Muss es ja auch nicht unbedingt eigentlich. Und ja, ich weiß, ich habe noch einen Zweitkanal. Das habt ihr auch gesagt. Warum machst du nicht einfach denn die Placements auf einen Zweitkanal oder so? Ja, da gucken halt auch nicht so viele Leute zu, gell? Da ist es auch nicht mehr so lohnend, wie als ob ich es hier machen würde. Vielleicht kann ich es ja im abwechselnden Rhythmus auf beiden Kanälen oder so machen. Übrigens, Zweitkanal, ja, viele werden den auch wieder nicht kennen. Ich habe noch einen Kanal, wo ich andere Spiele mache. Moment läuft League of Legends und Borderlands ein bisschen aktiver. Zwischendrin kann man GTA Online rein. Und ich habe auch vor, wenn meine Semesterprüfungen von diesem Semester rum sind, was dann schon ist hier, dass ich eventuell mit GTA San Andreas nochmal anfangen werde. Das habe ich mir auch besorgt. GTA Online, GTA 5, der Story-Mode ist leider durchgespielt und den fand ich irgendwie am passendsten für mich so. GTA Online komme ich nicht so ganz gut zurecht irgendwie. Ich weiß nicht, das ist, kann ich nicht so viel mit anfangen und das ist, weiß nicht, ob das jetzt schade ist oder wie auch immer. Aber ich glaube, das passt nicht so ganz zu mir. Und deswegen dachte ich mir, dass ich vielleicht einfach an GTA San Andreas dann dafür mache, weil das habe ich mir nämlich gleich mit GTA Online zusammen im Pack mitgekauft und ja, why not? Das hier zum Beispiel auch kein Placement, das ist einfach nur, weil ich selbst Bock hatte. Und so weiter und so fort. Also GTA San Andreas habe ich sogar schon mal durchgespielt komplett. Aber ich würde es gerne nochmal machen, weil das einfach so lang her ist. Dann habe ich schon wieder alles vergessen und weil ich es eben alles wieder vergessen habe, ist es so, wie als ob ich ein komplett neues Spiel hätte, weil ich es ja wieder alles vergessen habe. Vielleicht werde ich an ein paar Dinge erinnern können, das weiß ich nicht, aber naja. Jedenfalls so ist der Gedanke. Das sind so die Dinge, die mich halt momentan beschäftigen. Spark Off-Topic Quatsch, was bei dem so losgeht. Was er aus YouTube machen möchte oder was gerade mit YouTube ist. Wie auch immer. Viele Dinge, die man daraus machen kann und Chancen sollten mich entgehen lassen. Ich bin ja generell immer so oder so eher ein zögerlicher Mensch. Also ich habe da schon letztes Jahr dran gedacht, ne? Aber ich habe es trotzdem noch nicht so weit versucht oder mich rangewagt oder mich nicht wirklich auch so getraut in dem Sinne. Weiß ja mal nie, wie so der Anklang ist bei den Zuschauern und diese Umfrageoption irgendwie, die hat so ein kleines bisschen einfach so ein bisschen, ja, die Möglichkeit gegeben, ein kollektives Feedback zu kriegen. Also wirklich, wo auch viele Leute das gemacht haben. Wenn das Video jetzt 50.000 Aufrufe hat und 93% sagen, ihr könnt es ruhig machen, dann ist das, ja, ist das gut. Und anders, als ich eigentlich gedacht habe. Und nehme ich so auf, okay. Dann bin ich schon auch etwas erleichtert. Aber naja. Ich glaube, im letzten Video habe ich irgendwas noch gesagt zu den Livestreams oder so. Da bin ich gleich vom Thema abgeschweift, bevor ich es wieder vollkommen sagen konnte. Man darf ja 8 Stunden pro Tag streamen. Und ich dachte, dass ich dann halt auch, wenn die Klausuren rum sind, das so mache, dass ich, weil ich tue mir ein bisschen schwer, mal lange am Stück zu streamen. Und ich weiß auch nicht, wie das im Ruckeln ist. Das wollte ich auch mal in Abstimmung. Würde ich die Streams trotzdem gucken, wenn sie scheiße ruckeln. Weil Internet halt kacke ist. Sowas in dem Dreh einfach.
da werde ich demnächst auch vielleicht nochmal eine machen, dass ich einfach jeden Tag 2 Stunden streame oder so. Und 4 Tage die Woche oder so komme ich auch auf die 8 Stunden. Oder wenn es 9 Stunden sind, ist ja egal. Ich habe jetzt wochenlang nicht gestreamt. Das heißt, ich habe eigentlich sowieso jede Menge Gut auf dem Konto, was ich eigentlich streamen kann. Und so ganz genau ist es auch nicht, glaube ich, genommen. Jedenfalls, dass ich da ein bisschen was mit Streams mache. So ganz leicht, so ein bisschen. Weißt du mal, 2 Stündchen und dann ist auch wieder gut. Also, dass man nicht so 8 Stunden am Tag, weil das ist auch auf Dauer anstrengend, weil so viel am Stück ein Spiel spiele ich eigentlich auch nicht. Also 8 Stunden am Stück Minecraft ist auch schon hardcore manchmal. Es kommt drauf an, je nachdem, was man suchen kann. Als Crafter gestartet ist, wäre das vielleicht möglich gewesen, aber ja. Außerdem haben die Zuschauer dann auch nicht so viel Zeit zu gucken. Also 2 Stunden am Tag, das ist okay. Kann ich dann nebenbei jetzt zum Beispiel hier irgendwas bauen oder so und dann hier rechts noch im Chat drauf achten und mal ein bisschen mitlesen und ein paar Fragen beantworten, wie auch immer. Also letzten Endes wird man dich dann da auch erreichen können und so weiter und so fort einfach. Ja, das war so der Gedanke, was mir so im Kopf rumspukt, was ich denke, was ich zukünftig machen möchte vielleicht oder wie auch immer. Und ja, ich muss sagen, letzte Zeit war ich so ein bisschen so ein Schläfer, auch letzten Ende des Jahres so ein bisschen, keine Ahnung. Motivation war irgendwie raus, ich habe so vor mich hingegammelt, habe auch noch was anderes gezockt jetzt. Also auch wieder ein Spiel, das Einzige, aber auch nicht zum Let's Plays machen. Da bräuchte ich ständig Themen, weil das vergleichsweise so ist wie vielleicht reines Minecraft bauen. Also dass du nebenbei irgendwie, oder reines Minecraft eher da bauen fast. Ist halt auch ein MMO, wo du die ganze Zeit levelst und grindest nach dem Motto und da kann man halt auch nicht viel zu sagen. Und das ist halt, ja, aber spiel schon etwas länger, aber bin ich mal wieder seit längerem auf den Trichter gekommen, hab's wieder ein bisschen angefangen zu spielen und dann ging halt auch YouTube down. Ja, ich bin trotz allem immer noch ein Zocker. Es tut mir leid. Kann passieren. Gut. Dann, ja, zu Minecraft jedenfalls. Wir haben den Teil der Hütte, glaube ich, erstmal fertig. Ich habe von innen mit Sandstein ausgekleidet. Und immer noch die Leute, die meinen, Sandstein sieht scheiße aus. Ich kann es irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Aus folgendem Grund. Das sieht jetzt noch scheiße aus, wenn man das von so sieht. Aber ihr müsst ja so sehen, ihr kommt in das Haus so rein. Es wird dekoriert sein. Also werden Holzelemente, tralala, irgendwas dran sein, bla bla bla. Also es sieht doch nicht so leer und kahl aus. Einfach nur die Wände sind ein bisschen heller und es soll ja so eine Art Mansion sein. Es soll hier unten robust sein. Kommst rein. Hier kann ein Tisch stehen oder was auch immer mit Blumen drauf. Was weiß ich, eine Bank an der Seite oder so ein Gemälde, was hier dranhängt. Es soll ist einfach eine Art Villa sein. Du kommst hier halt so rein, la 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 la. Und es soll einfach ein bisschen sauberer, also Marmor hätte nicht gepasst irgendwie. Und die Wolle hier oben, es ist ja eigentlich auch eine Wolle, weil es günstig ist. Ansonsten hätte ich auch ein anderes Material nehmen können. Ich hätte auch was Steiniges nehmen können. Vielleicht jetzt kein Quarz, aber hier dieses Dingensen. Marmors Gestein war hier. Da, hier, Diorite. Sowas zum Beispiel. Es soll einfach ein helles Gestein nach dem Motto sein, dass es jetzt Wolle ist. Es tut mir leid, es ist ja Wolle gewesen, aber zu viel Quarz zu farmen ist halt... Nee, könnt ihr selbst machen. Und zu viel von dem anderen Diorite hier zu farmen ist auch... Nee, könnt ihr auch selbst machen. Ich krieg damit nicht die ganze Fassade voll. Also, es ist jetzt nur hell Wolle, weil Zufall. Also, es hätte auch was anderes sein können, ne? Sollte schon Mansion-like sein. Und deswegen wird das steinig. Gut. Ansonsten, was auch steinig wird, ist folgende Angelegenheit, holzig meine ich jetzt. In der Mitte soll ja jetzt vielleicht so ein Durchgang kommen und Treppen jeweils, die nach oben gehen, sodass man in die 2. Etage kommt. Und diese 2. Etage versuche ich jetzt vielleicht mal so ein bisschen anzudeuten, beziehungsweise wir müssen hier unten, ich nehme diesmal nochmal diesen Sandstein hier, ich kann es immer noch ändern. Sekunde, so. Und jetzt dachte ich eventuell, dass wir hier sowas machen können, da. Das sind hier 4 Blöcke gewesen, oder? Warte, ich muss kurz mit dir vorne vergleichen. 1, 2, 3, 4, genau. Lass wir das hier so machen. Und da auch nochmal bohren. Halt, warte Sekunde. Okay, wieder nach Hals entrumpelt. Und dann hier auch wieder 1, 2, 3, 4, so nach dem Dings. Dass du hier durchlaufen kannst, hier auch laufen kannst, aber hier dann so die Treppe nach oben geht in die nächste Etage. Also, dass wir hier irgendwie so vielleicht so einen kleinen Torbogen machen, wo wir durchlaufen. Ich weiß nicht so genau. Alles gerade noch Entwicklungsphase hier. Hier auch dann wieder. Dass es irgendwie so hoch geht. Und vielleicht kann ich schon mal mir mit der Konstruktion so ein paar Gedanken machen, halt, ob es zum nächsten Part oder wie auch immer. Und dann so. Und da kommt eine Etage muss noch drauf. Ja, da komme ich dann hoch, verdammt.
Aber dass du halt irgendwie hier so durchlaufen kannst, vielleicht sogar. Eins breiter noch. Eins, zwei, vier, fünf. Ne, okay, es ist schon hier. Fünf jemals, fünf jemals. Und hier sind so zwei Treppen, dass du einfach hier so hochlaufen kannst. Dip, 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 bis du oben bist. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Aber dass du hier unten trotzdem noch durchlaufen kannst und irgendwie eine Area hast, wo du begehen kannst einfach. Aber trotz allem ist hier eine Decke drüber. Also mit Sandstein wiederum. Ein Deckchen, wo es dann halt nicht durchgeht. Muss ja die Treppe hoch in die nächste Etage, so nach dem Motto. Also irgendwie sowas war mein Gedanke. Aber das ist auch noch ein bisschen entwicklungsbedürftig. Da fange ich dann mal nächsten Partner mit an, wie das dann weitergeht. Egal. Sowas jedenfalls. Die Decke kann man ja so weiter erstrecken nach eins nach hinten oder so. Ja, egal. So aus dem Dreh. Egal. Wir waren trotzdem wieder produktiv, auch in dieser Folge. Ihr könnt sehen, innen alles ausgestattet, Dach ist drauf. Und wir haben für die Mitte, für das Zentrum vom Haus, eventuell vielleicht sogar schon eine Treppenstruktur angelegt, die dann hier so zip auf beiden Seiten hochgeht. Und ja, dann wäre es auch schon gewesen eigentlich für die Folge von heute. Wie gesagt, tobt euch in die Kommentarbox aus zu dem Quatsch, was ich immer nebenbei noch erzähle. Und wir sehen uns. Bis dahin, das Krachen. Und tschüss.